Guck mal, der neue Assi. Kaum hat er einen Dienst angetreten, schaut er sich schon um unter den Schönen im Lande. Gestern, ne, war er von Elke so fasziniert, ist er am Flur fast in den Kaktus gerannt. Übertreib mal nicht. Geh mal in dich. Was soll ich denn da? Wenn ich in mich gehe, dann muss ich damit rechnen, dass ich keinen antreffe. Entschuldigung. Darf ich? Ja. Er wird ein paar Sekunden ganz interessiert in der Zeitung lesen. Dann faltet er sie zusammen. Dann wird ein unsäglich dummes Gespräch anfangen. Möchten Sie auch einen Husten, Mama? Nein, danke. Ich habe keinen Husten. Es stört Sie doch nicht, dass ich hier sitze. Überhaupt nicht. Oh. Aus Afrika? Ja. Von Udo Brinkmann. Er ist dort beim Deutschen Roten Kreuz. Er merkt gar nicht, dass er gleich doppelt abgemeldet ist. Wieso doppelt? Naja, um Harry trauert sie, an Udo schreibt sie. Ach Quatsch. Na klar, sie hat ihren Freund verloren, er seine Freundin, verbindet doch irgendwie. Das mag ja sein. Ich finde den jungen Doktor jedenfalls sehr sympathisch. Der ist nicht so hoffnungslos abgemackert wie andere. Ach, nur ehe wir jetzt Stress kriegen, ne, gehe ich lieber meine Knete verdienen. Was ich Sie schon immer fragen wollte. Ja. Falls Sie sehr einsam sind, ich weiß ja, welchen Verlust Sie erlitten haben. Also, ich bin auch oft ziemlich allein. Danke, Herr Doktor, das ist sehr lieb von Ihnen. Aber wissen Sie, ich habe in der letzten Zeit so viel mit mir selber zu tun. Sie entschuldigen mich, ja? Ja, natürlich. Sulfonamide, Analgetika und vor allem ein Magen-Darm-Mittel. Penicillin brauchen wir auch. Es soll ja ein Nachschub unterwegs sein. Also ohne Medizin können wir den Laden hier schließen. Gut, von diesen Tabletten hier dreimal zwei täglich. Oh, schau mal her, Udo. Das sieht aber böse aus. Ja, das wird wohl eine Transplantation. Sag aber, sie soll sich noch etwas gedulden. Lasima tu pasu hier, supiri kidogo. Gut. You ready? The next one. You can make the bandage now. Udo, kannst du mal kommen? Sieht gar nicht gut aus, du. Granatsplitter, zwei Tage alt. Was meinst du? Ja, das werden wir gleich operieren. Vielleicht können wir das Bein noch retten. Erika, alles klar für eine Operation. Bereite ihn auf die Narkose vor. Okay. Hey, Jemeni, ujenem seidu bandu, eh? Post from Germany. Thank you, Hermes.
Thank you, Hermes. Udo? Ja? Die Medikamente sind angekommen. Hospital von Bayerome. Die holen wir uns heute aber selber. Kann doch nicht angehen, dass bei jedem Transport die Hälfte der Medikamente verschwinden. Das sind noch die dringendsten, die wir brauchen. 2 Stunden geht's los. Hermes fährt uns. Prima. Dann kann ja nichts passieren. Er verhext ja angeblich die Aufständischen. Ah. Lieber Udo, vielen Dank für deinen lieben Brief, den ich hiermit gleich beantworten will. Du willst wissen, was es an der Klinik Neues gibt. Nun, dein Vater ist mächtig stolz auf sich und das zu Recht, denn er hat wieder einmal einen völlig hoffnungslosen Fall operiert. Mit Erfolg. Christa sitzt an vielen Abenden in der Woche im Labor und arbeitet. Sie gibt nicht auf. Und du weißt ja auch warum. Mein Harry ist nun auf unserem Friedhof beigesetzt worden. Und wenn ich ihn besuche, dann gehe ich natürlich auch zum Grab deiner Claudia. Was machst du jetzt gerade, während ich dir diesen Brief schreibe? Udo, ich hoffe, es passiert dir nichts. Du weißt schon, wie ich das meine. Liebe Grüße von deiner Elke. Udo, wir können fahren. Komme. Was soll das? Er nimmt einen ganz anderen Weg zurück. Er sagt, weil er kürzer ist. Weiß ich auch, warum er den angeblich kürzeren Weg gewählt hat. In the car! Move! Move! Dein Hermes hat nicht die Aufständischen verhext, sondern die ihn. Hat er jetzt gesagt? Danke! Für die Medikamente. Den Jeep können Sie natürlich auch brauchen. Er sagt, es ist sein Sohn. Sag ihm, er ist ein Schurke.
nilagai. Lazima tufanye kila hila tuwezavyo. Wajeruhiwa ni wengi sana. Sie haben so viele verwundet, sie konnten nicht anders. So, so. Was machen die jetzt mit uns? Wenn wir Glück haben, dann brauchen sie uns tatsächlich. Was sie mit uns machen, wenn sie uns nicht mehr brauchen? Daran möchte ich gar nicht denken. My friends, I'm sorry. Ja, ja. Wir sind auch sorry. Wir sollen an die Arbeit. Ich weiß auch, warum die uns und unsere Medikamente brauchen. Lebt ihr da war! Dass uns klar ist, dass hier nichts als Steppe ist. In welche Richtung sollen wir denn laufen? Und ohne Wasser? I hope you're not angry with me. Wenn du uns wieder zurückbringst, dann sind wir not angry with you. And you must help us. If we let you go, you'll help our enemies. Schön, ja, schöne Aussichten. Morgen. Schwester. Der Barbier von Sevilla, euer Hochwohlgeboren. Wenn du dieses Hochwohlgeboren nicht weglässt, Barbier, werde ich dich exkommunizieren lassen. Ich bin evangelisch, euer Hochwohlgeboren. Das ist egal. Ich komme hier jetzt auch in den Himmel. Von Fall zu Fall. Natürlich. Was hältst du eigentlich von mir? Was soll ich denn von Ihnen halten? Kennen Sie doch gar nicht. Ich war früher mal eine Zeit lang Kultusminister. Ich habe die große Laienorganisation Liebe und Brot gegründet. Ja, und Sie haben ein christliches Sozialwerk geschaffen. In einem Atemzug mit Albert Schweitzer genannt, das weiß ich alles. Aber trotzdem kenne ich Sie doch nicht und weiß auch nicht, was ich von Ihnen zu halten habe.
Rasieren lassen Sie sich schlecht. Dafür reden Sie zu viel. Hättest du es für möglich, dass ich entgegen meinen eigenen Reden und Moralpredigten gelebt und mich versündigt habe durch Maßlosigkeit und Genusssucht. Und dass ich zum Beispiel mehrfach die Ehe gebrochen habe? Ja? Ja? Sie sehen zwar nicht so aus, aber möglich ist alles. Brinkmann? Entschuldigen Sie, Frau Doktor, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber hier ist ein Telegramm gekommen. Dann machen Sie auf. Lesen Sie vor. Wie uns eben mitgeteilt wurde, ist Dr. Udo Brinkmann von Rebellen entführt worden. Wir können keine näheren Angaben machen. Es gibt kein Lebenszeichen. Auswärtiges Amt. Ja. Konzentrieren? Was ist los? Ich hätte nicht assistieren sollen, aber dann hättest du mich gefragt, warum. Also gut, dann sag's jetzt. Ich komm nachher zu mir ins Ärztezimmer. Ist gut. Also, was ist los? Na, was ist denn? Red schon. Es ist ein Telegramm gekommen. Na und? Udo ist von Rebellen entführt worden. Was? Na, wie, was heißt das denn von Rebellen entführt? Wieso von Rebellen entführt? Gibt es ein Lebenszeichen? Nicht direkt. Aber die Botschaft schreibt, dass die Rebellen gefangene ausländische Ärzte gut behandeln. Ja, das ist ja ein Trost, nicht? Mach dir keine Sorgen. Und welcher Trottel gibt dir vor der Operation so ein Telegramm? Ach, niemand. Frau Michaelis hat angerufen und ich habe sie gebeten, mir den Text vorzulesen. Aha, na ja. Tut mir leid, dass ich dich angeschnauzt habe. Entschuldige. Schon gut. Wirklich, Theobald, wir können dem Herrn danken, dass der junge Reporter, dem du diesen Unsinn diktiert hast, erst einmal in unser Sekretariat gegangen ist, bevor er es in Druck gegeben hat. Du stündest heute entwürdigt da. Ich? In 3 Wochen sind auch Kommunalwahlen. Kannst du denn im Ernst wollen, dass die Partei, für die du dein Leben lang gearbeitet hast, die Mehrheit verliert? Wie kannst du sagen, dass unser Büro in erster Linie eine Geldwaschanlage gewesen ist, die Parteispenden umfunktioniert? Na, stimmt das denn nicht? Die Theobald-Egenheuer-Stiftung trägt deinen Namen. Und das Motto heißt Redlichkeit im Herrn und Selbstlosigkeit zum Wohle der Menschen. Und an deine Seitensprünge möchte ich hoffen. Glaubst du doch selber nicht. Ich habe Vanessa, deine ehemalige Vorzimmerdame im Kultusministerium, gefragt. Sie hat nur gelacht. Bei dem Gedanken, mit dir ein Verhältnis gehabt zu haben. Ja, was soll sie denn sonst machen? Wo sie doch jetzt beim bischöflichen Ordinariat angestellt ist.
Dein Zustand hat deine Sinne verwirrt, Theobald. Demontiere doch nicht nachträglich deine große moralische und historische Bedeutung. Die Partei braucht dich über den Tod hinaus. Ach, Quatsch. Die Menschen sollen nur erfahren, was das für Leute sind, die ihnen andauernd vorschreiben, wie sie zu leben haben. Ich werde schon jemanden finden, dem ich mein Vermächtnis diktieren kann. Ich lasse mir nicht den Mund verbieten. Ist er... Nein, nein. Aber es wäre schon eine Erlösung für ihn. Und für uns. Ach, da ist ja der Herr Professor. Herr Professor Brinkmann. Guten Tag, Herr Vorsitzender. Ja, es geht darum... Also, Professor Egenheuer ist doch sicher zu krank und schwach, um Besuche empfangen zu können. Ja, Sie waren doch eben auch drin. Ja, gewiss, ja, nur... Aufregungen sollten doch von ihm ferngehalten werden, sonst bekommt er noch einen zweiten Schlaganfall. Natürlich, er ist alt und schwach und sein Kreislauf ist nicht sehr stabil. Eben, eben. Sie sollten vielleicht keine Reporter mehr zu ihm lassen. Nur Ärzte, Pfleger... Und uns. Den Reporter neulich, den hat er sich selbst bestellt. Ja, das ist es ja eben. Mein Mann überschätzt seine Kräfte. Herr Professor, kommen Sie bitte. Ja, ich komme. Also gut, ich werde versuchen, alle Aufregungen von ihm fernzuhalten. Entschuldigung. Du, sag mal, hast du was von Udo gehört? Ich habe so lange von ihm keine Post bekommen und er schreibt doch immer. Mindestens einmal in der Woche. Ja, ja, wir haben da eine Nachricht vom Außenministerium bekommen. Udo ist von Aufständischen entführt worden. Er ist mit seinen Leuten irgendwie zwischen die feindlichen Linien geraten. Aber wir haben inzwischen zuverlässig Nachricht, dass er am Leben ist. Hoffentlich ist er gesund. Tja. Das weiß ich nicht. Wir können nur abwarten. Ja, aber dann ist doch auch Dr. Vollmers dabei. Ja. Ja, wir hoffen, dass Sie bald wieder freikommen. Some water for you, Doctor. Thank you.
Wir müssen mit der Presse gehen. Seinen Sohn in Sicherheit. Dann zieht er mit seiner Truppe nach Norden. Wenn die Regierungstruppen das Camp gefunden haben, befürchtet er einen massiven Angriff. Hast du Schmerzen? Es geht schon. Was ist das bloß für eine Welt? Eine schöne. Schau doch mal. Stell dir vor, du bist Tourist und du siehst das hier. Aber stell dir vor, es hätte dich nicht am Arm, sondern viel schlimmer erwischt. Du hast eine Million auf der Bank. Ja, ja, schon gut. Du hast mich überzeugt. Besser als jetzt könnte es mir gar nicht gehen. Mein Vater sagt, Christa hat ihn mit dir betrogen. Ich find's nur so weh. Er hatte dann eine Geschichte mit einer anderen Frau. Es kam ihm gelegen. Bist du hier, weil du nicht damit fertig geworden bist? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Warum bin ich hier? Weil ich ein Helfer der Menschheit bin oder weil ich ein Feigling bin? Ich weiß es nicht. Und du? Zu vergessen. Eine Frau natürlich. Bist du durchgebrannt? Gestorben. Leukämie. Ich habe sie sehr geliebt. Das tut mir leid. Hast du ihr vergessen? Nein. Aber man nimmt sich hier nicht mehr so wichtig. Na bitte. Das ist doch was. Nach ein paar Monaten hier stellst du keine Fragen mehr. Du fragst nicht, warum schießen diejenigen, die nicht verhungert sind, sich gegenseitig tot, statt ihre Felder zu beackern. Du belieferst sie mit Medikamenten, verbindest ihre Wunden und denkst, der liebe Gott weiß schon, was er tut. Du bist ganz schön zynisch geworden. Wundert dich das? Mit Humor und Zuversicht lässt sich dieses Leben nur meistern, wenn du dich ab und zu so richtig beschissen fühlen darfst. Die Erika kann das besser wegstecken. Sicher. Sie ist hier zu Hause. Sie wundert sich über gar nichts mehr. Ihr Vater soll eine Farm hier gehabt haben. Sie ist hier geboren. Sie liebt dieses Land. Elido sagt jetzt, wir sind frei. Wir dürfen aber auch mit ihm ziehen. Wir sind frei. Was machen wir jetzt mit unserer Freiheit? Also wenn ein schönes Hotel in der Nähe ist, so mit Swimmingpool, Klimaanlage, kühlen Trinks, süße Mädchen, dann würde ich sagen, bleiben wir hier. Wenn nicht, nehmen wir das nächste Flugzeug nach Acapulco, machen unheimlich einen drauf. Wird uns ja wohl nichts anderes übrig bleiben. So, let's go. So, jetzt habe ich Zeit. Dankeschön. Lange genug hat es gedauert. Setzen Sie sich. Sie wissen, worum es sich handelt. Ja, ich soll irgendetwas gewissermaßen zu Protokoll nehmen, nicht? Ja, zu Protokoll nehmen. Und für weiteste Verbreitung in der Öffentlichkeit sorgen.
Gegen alle Widerstände. Verstehen wir uns recht? Natürlich. Als Titel schwebt mir etwa vor, ich war ein Mensch und kein Heiliger. Ich hätte nie gedacht, dass Sie ein Heiliger gewesen sein können. Sie sollen nicht kommentieren, sondern notieren. Also, ja, ich fange an. Das macht einen ganz verrückt, dass man gar nichts von Udo hört. Die Botschaft bemüht sich, aber es gibt keine Nachricht aus dem Landesinneren. Wir sind wirklich in großer Sorge. Wenn er doch nur endlich wieder gesund zurückkommt. Das wünschen wir uns alle. Komm. Ich komme jetzt auf meine größte Sünde zu sprechen. Es ist zwar schon sehr lange her, aber was machst du denn da? Vernichtung wichtiger Dokumente? Egenheuers weltliche Beichte. Ach. Und? Auch nicht sündiger als die von anderen, du. Nur, dass man ihn schon zu Lebzeiten auf einen Sockel moralischer Größe gestellt hat, das hat ihn gestört. Das wollte er richtigstellen. Und du verbrennst es? Ja, ich sollte es übergeben. Und dafür bot man mir eine stattliche Anzahl von Privatpatienten an. Aber ich will mit solchen Dingen nichts zu tun haben. Post von Florian. Er ist wohlbehalten bei seinen Eskimos eingetroffen. Ah ja, wie schön. Ja, und dann noch eine Nachricht von den pharmazeutischen Werken in München. Man will meine Untersuchungen ausführlich prüfen. Das ist ja fabelhaft. Ich gratuliere. Danke. Man spricht von hervorragenden Ansätzen. Ich bin ja richtig stolz auf dich. Und von Udo wieder nichts? Ach, manchmal frage ich mich, ob es richtig war, ihm so wenig Widerstand entgegenzusetzen. Vielleicht hätte ich ihn umstimmen können. Sicher nicht. Er war ja nicht aufzuhalten. Und irgendwie fandst du es ja auch richtig. Ach, übrigens, ich habe das neue Kindermädchen für Benjamin engagiert. Sie macht einen ganz guten Eindruck. Aber was noch viel wichtiger ist, sogar Frau Michaelis ist einverstanden mit dir. Ah ja, sie hat auch Post von Florian bekommen. Und soll ich dir was sagen? Sie singt. Sie singt? Sie singt. Mein Vater war ein Wandersmann und mir liegt's auch im Blut. Drum schnall ich mir mein Ränzlein um und miele meinen Hut. La 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 la. Na, passen Sie lieber auf den Kleinen auf. Mir ist noch viel fremd hier. Verstehen Sie, wie die Frau Doktor das gemeint haben könnte, dass der Benjamin wie ein Mensch erzogen werden soll?
Ja, ich habe sie gefragt, neigen Sie mehr zur Autorität oder zur Anti-Autorität? Und da hat sie gesagt, na eben wie ein Mensch. Also darunter kann ich mir jetzt gar nichts vorstellen. Nein? Nein, ich meine, das spielt doch eine wesentliche Rolle für die spätere Entwicklung. Was lässt man durchgehen und was nicht? Heute Nachmittag zum Beispiel hat er die Rechnung vom Dachdecker in lauter kleine Stücke gerissen. Das ist recht. Da können Sie ruhig anti-autoritär reagieren. Denn der Dachdecker Werle macht schlechte Arbeit und hohe Rechnungen. Wenn der Kleine aber einen Brief aus Kanada an mich zerreißt, dann können Sie ihm ruhig einen kleinen Klaps auf den Hintern geben. Du hast eine Kondition. Ich bin ein paar Jährchen jünger als du, mein Schatz. Du hör mal zu, wenn du solche schlimmen Sachen sagst, dann bekommst du nichts. Dann streiche ich diesen Tag aus meinem Gedächtnis. Was denn für ein Tag? Was soll ich denn bekommen? Die Kirchturmuhr schlug 9. Das wird aber spannend. Hast vergessen, was? Tja, anscheinend. Was für eine Kirchturmuhr? Na, unsere Kirchturmuhr. Wir haben uns getroffen. In der Stadt, am Bach. Und dann fiel der entscheidende Satz. Natürlich von dir. Nein, von dir. Von mir? Ja. Warum sind Sie denn so umständlich? Ich möchte am Sonntagmorgen ins Konzert, ins Alte Schloss. Laden Sie mich doch ein. Das soll ich gesagt haben? Ja, das hast du gesagt. Und damit hat alles angefangen. Heute, vor 5 Jahren. Moment. Was ganz Kleines. Nein, das ist gar nicht so kostbar. Ne? Irgendwas. Oh. Du bist wirklich ein wunderbarer Verrückter. Das weißt du noch. Und den Hochzeitstag verwechselst du ständig. Ja, weißt du, ich bin eben völlig unkonventionell. Ich danke dir. Mimi nakwenda kule chini. Twendeni. Elito sagt, wir sollen hier warten. Er will sehen, ob in dem Dorf Freunde oder Feinde sind. Das hat er uns zum Schutz dagelassen. Regierungstruppen. Gott sei Dank. Sei nicht so voreilig.